So, da sind wir auch wieder zurück zur. Boah, ich habe keine Ahnung, ich glaube die 9. Folge. Das altbekannte Problem ist wieder da, ich weiß nicht, welche Folge gerade ist. Aua, aber das ist kein Problem. Und zwar, ich bin ja wieder nicht alleine hier, sondern meine Freundin ist natürlich wieder da. Hey Leute! So, und ich würde einfach sagen, wir machen einfach mal weiter, nachdem wir uns letztens gerade so aus dem Minus gerissen haben. Und fangen gleich mal an, einfach ein neues Spiel zu entwickeln. So, wie nennen wir das neue Spiel? So, finde ich ein wunderschöner Name. So nenne ich später übrigens auch mal mein Kind. Niemals. Oh doch. Nein. Was für ein Ding soll ich nehmen? Warte. Postapokalyptisch. Okay, dann machen wir das für Erwachsene. Aber oh, wir können ja jetzt zwei Genres auswählen, ist ja cool. Dann machen Abenteuer wir Abenteuer. und Simulation. Abenteuersimulation. Ja. Passt sowas? Keine Ahnung. Ey, wenn das Fall jetzt ein Flop wird, dann reißt es uns wieder in Minus. Das werden wir herausfinden, ne? Du ruinierst mich. Da seht ihr mal, die Frauen, die ruinieren einfach alles. Hallo? Hallo. Wir retten euch. Ja. Ist so. Was rettet ihr denn bitteschön? Weiß ich noch nicht. Das wissen wir auch noch nicht, seit Hunderten von Jahren. Aber wir retten euch. Naja. Es ist zwar noch nicht bewiesen, wie, aber wir machen es. Wir Männer retten euch viel mehr. Wann denn? Ohne uns werdet ihr total aufgeschmissen. Wieso? Stell dir mal eine Welt nur mit Frauen vor. Wegen euch haben wir Schmerzen, wenn wir schwanger sind. Ja und? Nee, den Satz bringe ich jetzt lieber nicht. Der passt jetzt gerade nicht dazu. Nicht böse werden, ne? Ja, ist doch nicht unsere Schuld, oder? Doch, klar. Ihr wollt's ja dann hinaus. Oh, hallo, schwanger ist schwanger. Genau. Das sage ich mal nächstes Wochenende. Mach mir nicht den Schreck und sag's mir dann, du bist schwanger, ey. Das kommt echt nicht gut, auch nicht als April-Scherz. Wieso? Ich glaube, das ist nicht so spannend, nee. Ach Gott. So, jetzt gucken wir mal dein schönes Spiel an. Da, die Punkte sind schon mal richtig miserabel. Weil deine Leute einfach miserabel sind. Meine Leute sind miserabel, habt ihr das gehört, ey? Die hat euch gerade beleidigt, jeden einzelnen Abonnenten von mir. Von dir. Von uns. Ich liebe dich, Baby. Ja, ich liebe dich auch. Gut so. Ja, okay, ist eine 6, eine 5,5 geworden. Ist noch über dem Durchschnitt, nicht berauschend, aber naja. Du könntest mal langsam was forschen. Ah, siehst du, postapokalyptisch Abenteuersimulation ist eine schlechte Kombination. Na, jetzt wissen wir es zumindest. Arschloch. Oh, guck mal, wir können das Thema Game Dev wählen. Dann machen wir das doch gleich. Nein, ich nehme Mystery. Hallo? Du hast nichts mitzureden, ja? Oha. Frau. Mann. Oh Mann, der will gleich wieder in Urlaub, ey. Was ist das für ein Arbeiter? Der ist fast so wie du. Ja, ich will auch Urlaub. Ja. Jedes Mal. Wer will keinen Urlaub? Ich. Denn ich habe bald Ferien. Ja, du arbeitest ja auch nicht, wollte ich gerade sagen. Ja. In Doch den klar. Urlaub schicken. Jeden Mittwoch arbeite ich. Wow, jeden Mittwoch 4 Stunden. Ja. 4 Stunden sind doch untertrieben. 5 bis 6 Stunden, ne? 4,5. Nein. 5 bis 6. Ich bin nicht früher als 12 Uhr fertig. Habt ihr das Aber gehört, doch, ich Leute? mach. Habt ihr das gehört? Sie ist nicht früher als 12 fertig. Oh, armes Kind. Manchmal bin ich um 11:30 fertig, aber ganz selten. Ja, ganz selten.
Glauben wir dir nicht. So, machen wir kurz einen kleinen Auftrag. Ja, bitte was? Das ist voll lang. Ich fange um 6:45 Uhr an und muss bis 12 Uhr arbeiten. Ne? Wow, du armes Kind. Voll lang. Dafür sind die alten Menschen süß. Nein. Doch. So, wenn wir jetzt eine neue Engine entwickeln würden, wie viel würde die uns denn eigentlich kosten? So, 2D-Grafik können wir ja dann raus. Ah ne, haben wir mit, nein. Mehrspielermodus mit rein, Dialogbaum mit rein, Easter Egg mit rein, verbesserte KI mit rein, Tag-Nacht-Zyklus. Okay, wir haben uns bei 480.000. Das ist ja noch im Möglichen. Also gucken wir mal, was entwickeln wir. Wir entwickeln das Spiel. Verwerfen. Wieso? Deine Namen sind immer so unrealistisch. Ja, immer. Ja. So, wir machen ein Mystery. Rollenspiel. Nein! Ein Mystery. Strategiespiel. Abenteuer. Strategie. Nein, Abenteuer Casual. Oh Gott, ist das so schlecht. Sag doch, nimm Strategie. Nein. Es macht's besser. Nein. Doch. Das musst du mir erst beweisen. Nein, lieber nicht. Play-System wird nicht länger unterstützt. Du hast 4 Spiele auf diese Plattform veröffentlicht, insgesamt 1,6 Millionen eingenommen. Mystery Abenteuer Casual. Dann machen wir mal Story und Quests hoch, Gameplay ein bisschen runter und die Engine runter. Ich muss mal kurz was trinken. Kannst du so lange weiterreden? Was soll ich denn reden? Ne? Oh. Ja. Könnte ich jetzt spielen, würde ich es ja machen, aber der Herr macht schon. Was macht er denn? Level Design ganz hoch. Und Dialoge ganz runter. Du solltest am besten niemals irgendein Spiel moderieren. Nie. Mach ich auch nicht. Diese Stimmungsschwankungen in deiner Stimme sind so aufregend. Es packt einen immer richtig. Ja, Mann. Emotional Aber pur. richtig emotional. Ich glaube, wenn du eine Doku machen würdest, ey, das wäre die geilste Doku ever. Ja, natürlich. Ja, also, wir sehen hier einen Baum. Oh Mann, das war voll traurig. Ich weine hier gerade. Ist echt so, aber es sollte eigentlich gerade aufregend sein. Ach Mist. Falsch verstanden, sorry. Kein Problem, hört sich auch fast gleich an. Ja, tut mir leid. Ich stelle mir das gerade so vor, so ein Video, wo du dran stehst. Du gelangweilt. Ein Baum. Du aufgeregt. Ein Baum. Ich traurig, ein Ein Baum. Baum. Ach Mann, ey. Ich muss so langsam an Geld kommen, so geht es nicht Du bist weiter. schlecht. Schlecht Okay, bist jetzt musst du mir jetzt langsam mal, sag mir dann mal ein Thema. Schlecht bist du einfach nur. Schlecht. Halt's Maul. Lies vor. Oh, zu spät. Du bist so. Oh. Nächstes Mal kannst du vorlesen, ja? Ne. So, wir machen jetzt ein neues Spiel. Das nennen wir auch ganz, wir nennen das Spiel 30. Und machen ein. Superheldner. Nein, virtuelles Haustier. Simulation. Casual. Das wird jetzt unser Hit. Das wird jetzt unser Hit. Das kracht jetzt durch das Game. Es gibt uns jetzt ein paar hundert Milliarden. Geld. 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 Story runter, Gameplay hoch und Engine. So. Oder ja. Haut die Punkte raus. Los, los, los. So, künstliche Intelligenz hoch. Das runter, Dialoge. So. Oh, die hauen eigentlich schon mal ganz schön gut Punkte raus. Das stimmt. So, Grafik hoch, Sound runter,
Spiel so. Blub, 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 blub. Ruhig. TES 64 wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Okay. Okay, merke ich mir. Ja, mach das. Oh, die hauen gerade noch so viele Punkte raus. Oh, nur 380, Mann. Wir können uns doch nicht mal einen kleinen Messstand leisten. Oh. Du armer. Wir armer. Kerl. Weißt du, du spielst doch. Wir spielen, ja. Ich bin da so als Deku. Weißt du, was ein Deku ist? Deku. Kennst du keine Dekus? Na da. Deko. Nein, ein Deku. Ja, aber ich bin Deko. Co. Ja, ich wusste auch, das Game, das bringt ein bisschen Kohle. Co. Ein Deku ist übrigens ein Laufvogel, so wie der Vogelstrauß, nur extrem hässlich. Also Leute, ihr müsst euch eins merken, sagt nie irgendwas falsch oder sowas. Mein lieber Freund muss alles verbessern und dann noch erklären, was es genau ist, was es macht. Stimmt gar nicht. Und wieso es so... Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Spiel 30 ist beendet. Also, schreib mal auf, Haustier, virtuelles Haustier, Simulation, Casual Game. Ja, ja. Hopp, hopp, hopp. Hab ich das schon. Oh, jetzt kriegen wir wieder so ein hässliches Angebot. Ja, wollen wir irgendwas betrügen, irgendwas hacken, irgendwas nehmen? Natürlich wollen wir das. So, du trainierst jetzt auch mal kurz was. Und zwar liest du aus einem Buch, und zwar der Code ins Komplett. Oh, wir haben voll kein Geld, Mann. Macht mal schneller. Ich muss das nächste Spiel rausbringen. Ein Spiel schafft man noch, oder? Ich weiß es nicht, ja. Entschuldigung. Oh. Ist da jemand müde? Ein bisschen. Haben wir es schon so spät? Nein. Wir haben gerade 12 Minuten und 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 und 40 Sekunden. Okay, gut zu wissen. Und keine Ahnung, wie viele Millisekunden, ne? So, das ist doch mal das Game des Jahrhunderts, ey. Warte, das hier muss weg. Nein! 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 Hey, hör auf! So. Leibs. Das ist einfach nur Spiel 31 rückwärts. Ich weiß. Nein, weißt du nicht. Hacking. Superheld. Was will man mit Superheld machen? Superheld-Rollenspiel. Nein! Was ist Superheld-Simulation? Superman. Nein, wir haben ein Rollenspiel-Action-Game. Simulation. Rollenspiel-Abenteuer. Ein Rollenspiel-Abenteuer. Simulation. Rollenspiel-Abenteuer. Leute, ich habe einfach zu wenig geschlafen, nichts dabei denken. Keiner denkt sich was bei deinem Verhalten. Das stimmt. Blub, 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 blub. Dialoge kann man hochstellen. Level Design runter. Oh, das ist aber gefährlich. Das ist gefährlich, wird das. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh, eine Minute. Ach ja, reicht noch. Easy. Easy. Gern nicht so viel. Ich höre alles. Ja, ich mache immer zu spät das Mikrofon aus. Oh, es tut mir leid. Casual-Spiele sind zurzeit im Trend. Oh, und gerade kommt der GS raus. Nivento GS. Auch wieder voll wenig Punkte, was ist denn da los? Oh, und die Phony. Die Phony PPS. Komm, wir brauchen noch ein paar Punkte.
Wirst du nie bekommen. Doch, ich bin irgendwann noch raus. Oh, wir sind wieder im Minus, ey. So. Nein, noch nicht. Erst wenn das Spiel veröffentlicht worden ist. Hallo, Spielebericht. Hallo. Servus, was geht? Oh mein Gott, wir können jetzt noch nicht. Wir machen 5 Minuten länger. Ich muss aus dem Minus rauskommen. Ich muss da rauskommen. Aus dem. Mach halt in der nächsten Folge. Nein! Doch. Ich darf meine Zuschauer nicht im Stich lassen. Machen wir jetzt noch ein ganz schnelles, machen wir jetzt noch. Also wir machen ganz, ganz, ganz schnelles Spiel. Das nennen wir ganz schnelles Spiel. Machen das Ganz für. schnelles Spiel ist für Erwachsene. Nein, für Casual, für Casual, für Casual. Was kann man gut mit Gelegenheitsspiel, Gelegenheitsspiel, Gelegenheitsspiel? Werwolf. Sport. Sport, Simulation, Casual, PC, Q2 für alle. Ey, hoffentlich bricht es jetzt nicht ab, bevor ich das Spiel nicht draußen habe. Doch reg ich mich dann auf. Bist auch schon wieder aus dem Minus draußen. Ja, aber gerade nur, weil ich ein Spiel verkaufe. Hallo, wären Sie bereit, uns über Ihr aktuelles Spielprojekt zu informieren? Ich bin bescheiden. Bescheiden ist immer gut. Bescheiden sein zieht immer. Bist du dir das sicher? Ja, bestimmt. Dialoge runter. Intelligenz. Oh, ich muss gerade die ganze Zeit Mikrofon ausmachen, damit ich gähnen kann. Ich merk's. Oh Gott. Oh ja, ein paar mehr Punkte. Zwar glaub kein Rekord. Noch ein paar Stück. Aber wieder nur so wenig. Wir sind voll im Minus, aber richtig krass, Mann. Ja. Kein neuer Rekord. Komm, das muss jetzt durchschlagen, das Spiel. Spielbericht erstellen. Ach komm, ey. Weckt mich. Ah, geil. Naja, eine 5,75. Gut. Ja, okay, dann würde ich sagen, das war es jetzt erstmal von uns bei der. Boah, ich weiß wieder nicht, welche Folge. Ich glaube, die 9. ich schreibe nochmal auf: Sportsimulation und Casual. Okay. Also, dann verabschieden wir uns für diese Folge und wir sehen uns dann morgen, selbe Zeit, wie immer unten in der Beschreibung alle wichtigen Links, alle wichtigen Sachen, auch der Zeitplan unten, wann welches Spiel kommt. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft schön. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich muss noch speichern. Warte, ich habe noch nicht ausgemacht. Jetzt. Tschüss.